Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das schöne Buch Oskar, der Insektenforscher, näher zeigen. Es hat 32 dünne Seiten, kostet 15 Euro und wird für 3- bis 5-Jährige empfohlen. In diesem Buch geht es eben um Oskar, der mit seinem Opa sich wirklich sehr für Insekten interessiert und als sie mal wieder gemeinsam etwas unternehmen, gehen Sie in ein Naturkundemuseum. Opa nimmt ihn also mit und dort entdecken Sie jede Menge verschiedener Insekten und Oskar ist total begeistert davon. Also packt er am nächsten Tag seine ganze Ausrüstung zusammen und geht auf Insektenjagd mit verschiedenen Utensilien eben und Fallen und allem Möglichen, was er sich da einfallen lässt. Die gefangenen Insekten stellt er dann alle in Gläsern in seinem Baumhaus auf hier und wundert sich dann später abends, als er vom Baumhaus runterklettert, dass alles sehr leise, also wirklich alles unglaublich still draußen ist und sehr ungewöhnlich. Auch am nächsten Tag ist es im Garten sehr ruhig und auch Opa wundert sich, was hier eigentlich los ist, bis er feststellt, dass die Insekten alle verschwunden sind und Oskar fragt, was los ist, wie das passieren konnte. Als Oskar Opa erzählt, wo sie alle sind, lassen sie die Insekten alle wieder frei und Opa erklärt Oskar, wie wichtig die Insekten alle für uns und die Natur sind und welche Aufgaben sie haben, auf eine wirklich sehr, sehr schöne Art und Weise. Zum Beispiel hier bei den Ameisen, das sind die geborenen Gärtner, weil sie Samen an andere Orte tragen und eingraben und so weiter. Ja, am Ende hat Opa eine schöne Idee, wie die Kinder dennoch die Insekten bewundern können und sie errichten ein Insektenparadies. Ja, ich und wirklich besonders mein Sohn, vor allem mein 7-Jähriger, waren total begeistert von diesem tollen Buch. Es zeigt den Kindern auf einfache Art, finde ich, wie wichtig die kleinen Lebewesen für uns alle sind und animiert die Kinder, diese genauer zu erforschen und wirklich wertzuschätzen. Besonders für kleine Forscher und Entdecker ein wirklich zauberhaftes Buch, finde ich, und deswegen absolute Empfehlung von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!